Mitten in der Nacht geht es weiter bei Let's Play Pokémon Gold. Das scheint mir die beste Zeit zu sein, um den dunklen Steinerchenwald zu betreten. Also, let's go. Aber Moment! Ich muss noch eine ganz wichtige Frage stellen. Sonst geht das für immer unter. Kurt, was zur Hölle ist aus dem GS-Ball geworden? Ich verlange eine Antwort. Jetzt sofort! Kurt, ich hab dich was gefragt. Ja, es liegt wohl an mir, dieses Mysterium aufzuklären. Für die, die nicht wissen, was es mit dem GS-Ball auf sich hat, das war ja im Anime ein, ja, Plot, sage ich jetzt mal, der in der zweiten Staffel eingeführt wurde. Da sollte Ash von den Orange Islands einen mysteriösen Pokéball besorgen, der sich nicht öffnen lassen konnte. Und der wurde dann durch die ganze zweite Staffel und durch fast die ganze dritte Staffel geschleppt und zu Kurt gebracht, der herausfinden sollte, was es mit diesem Pokéball auf sich hat. Und dieses Geheimnis wurde niemals aufgeklärt. Zumindest nicht im Anime. Und warum? Tja, es war anfangs geplant, dass es eine Side-Story mit Celebi gibt, die dann mit dem GS-Ball zusammenhängt. Nur leider wurde die Sache dann verworfen wegen des vierten Pokémon-Films, in dem es ja auch um Celebi geht. Keine Ahnung, warum man den GS-Ball nicht einfach jetzt im vierten Film einbinden konnte, aber... Das mit dem GS-Ball ist so eine Sache, die pisst mich heute immer noch an und ich weiß nicht, ob es irgendjemand noch da draußen gibt, den die Sache interessiert. Wenn sich jemand noch an den GS-Ball erinnern kann von euch, dann schreibt es mir und sagt mir, ob ihr auch angepisst darüber seid. Auf jeden Fall, dass diese Story wegen des vierten Films verworfen wurde, lässt mich den vierten Film nur noch mehr hassen, als ich ihn ohnehin schon hasse. Ich mag den vierten Film nicht und da gehe ich jetzt nicht drauf ein, da habe ich vielleicht mal einen anderen Tag mehr Lust, drüber was zu erzählen. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit den Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohlen zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steinechtenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ja, es ist gut, ich werde schon gehen, ne? Ich habe ja Zeit, wenn mich jetzt nicht wieder so viele wilde Pokémon anfallen würden. Aber ho, ein Paras, das habe ich noch nicht. Schwächen kann ich dich mit Vatii, glaube ich, nicht so gut. Du bist zwar resistent gegen Donnerschock, aber das könnte doch ein bisschen zu viel werden, wenn man doch den Level betrachtet, den Vatii hat, im Vergleich zu dir. Muss es Hutut richten. Der leider keine Flugattacke kann, also muss der Tackle ihn halten. Oh, und das wird dauern. Ach komm, mit ein bisschen Glück wird dieses Paras jetzt gefangen. Pokéball, los! Bleib drin. Lass mich nicht wieder unnötig Bälle verschwenden. Nein! Immer dieser Ausbruch beim dritten Wackler. Frustration! Will ich dich also noch einmal angreifen? Mach's gut, Hutut! Eines Tages wirst du sowieso aus meinem Team fliegen, aber jetzt wird erstmal gewechselt zum Ei! Ich setze das Ei im Kampf ein, natürlich! Ein Ei kann nicht kämpfen. Wer sagt das? Ich kann damit werfen. Aber okay, Ranma, dein Job. Wobei, du musst jetzt nur rumstehen und mit mir hoffen, dass der nächste Pokéball funktioniert. Eins, zwei... Komm schon, ich hab dich jetzt noch mehr geschwächt. Du dürftest jetzt eigentlich nicht beim zweiten Mal ausbrechen. Ach, dieses Paras, das macht mich fertig. Okay, wenn du mich fertig machst, dann mache ich auch dich fertig. Sayonara! Ich wollte dich zwar gerne fangen, aber ich habe keinen Bock, jetzt noch mehr Pokébälle zu verschwenden, als ich schon ohnehin getan habe. Und jetzt setze ich auch nur einen Schutz ein, wenn ich denn einen habe. Ich kenne ja möglich, ich habe ja nie einen gekauft. Nein, ich habe keinen Schutz gekauft. Also nix wie raus hier. Moment, Oma, was hast du mir denn zum Steinerchenwald zu sagen? Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Nein, ich mach keine Dummheiten. Ich will ja wieder Held spielen und das verlorene Porenta suchen. Und jetzt sagt mir bitte, dass ihr Schutz habt. Wäre gut, wenn ihr sogar Superschutz habt.
Okay, normaler Schutz wird dann wohl reichen müssen. 3 Stück für den Stahlleichenwald. Passt schon. Dankeschön. Her damit. Ich mach mich dann wieder auf die Socken. So langsam könnt ihr auch mal das Ei ausschlüpfen. Ich trage das ja jetzt schon lang genug mit mir herum. Was steht denn da? Ei, ei, ei. Wann schlüpfst du denn aus? Es sind schon Laute zu hören. Es wird bald schlüpfen. Wann auch immer dieses bald ist. Ich hoffe, bevor ich die nächste Stadt erreiche. Ach ja, Schutz. Haha, sonst hätte ich ihn umsonst gekauft. Und Junge, mach dir keine Sorgen. Ich werde dein verlorenes Porenta schon finden. Da ist es doch. Hey Porenta, ich habe dich schon gesucht. Das ist das verschollene Pokémon. Hey, bleibst du wohl hier? Kommst du mit? Musst du keine Angst haben, werde ich keine Chicken Nuggets aus dir machen. Ha, Moment, das sieht so verdächtig aus. War hier nicht irgendwas? War hier nicht irgendwas? Nein, 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 hier war nichts. Okay. Warum ist dann dieser blöde Hügel hier? Quack! So, wo will ich dich denn jetzt hin haben? Hier runter, würde ich sagen? Quack! Dann hier rüber. Oh, das war nicht so gedacht. Ah, Moment, Item. Und dann Porenta nach oben, okay. Und ist das ein Pokéball? Ein Bleber! Der ist auch immer willkommen in meinem Rucksack. Jetzt aber ab mit dir, Porenta. Schutz wirkt nicht mehr. Ach, und deswegen kaufe ich nicht gerne den normalen Schutz. 5 Sekunden später ist er schon aufgebraucht. Und jetzt runter mit dir. Quack. Ha, habe ich dich in die Enge gedrängt. Boing. Marsch, marsch, zurück zu deinem Trainer. Ach, und dein Boss ist auch schon hier. Ah, mein Porenta. Du hast es für uns gefunden, Kleiner? Wir können ohne es nicht in Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau. Nimm dies. Nimm das! Form 01. Diese Form enthält Zerschneider. Bringen Sie ein Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Na, den habe ich. So, Porenta, mach keine Dummheiten mehr, ne? Dann wollen wir den Zerschneider doch gleich mal jemandem beibringen. Oh, nein, ich habe kein gutes Pokémon, was ihn lernen könnte. Und ich möchte Ranma jetzt nicht Zerschneider beibringen. Schnell zurück. Schnell zurück. Wenn ich noch ein bisschen hin und her laufe, vielleicht schlüpft dann auch das Ei. Hin und her, aber das ist ja jetzt egal. Der Zerschneider ist jetzt erstmal wichtig. Und bei der Gelegenheit kann ich mich gleich nochmal heilen gehen. Ich hab doch bestimmt irgendjemanden, der das machen kann. Pokémon mitnehmen, Box wechseln, Pokémon, O-Brief bewegen. Ja, ich weiß, damit kann ich auf alle Boxen zugreifen, aber... Obwohl. Ich habe ja, glaube ich, nur eine Box bisher mit Pokémon belagert. Sander, Hopsforce, der Sander müsste eigentlich... Aber Knuffenser kann auf jeden Fall Zerschneider. So, kleines Knofi, dann mach dich mal nützlich. Und da du keine 4 Attacken kannst, lernst du sofort. So mag ich das. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, und ich dachte schon, das Ei schlüpft. Ach, herrje. Schutz wirkt natürlich nicht mehr. Ist ja auch klar, ich sprühe mich einmal mit dem Schutz ein, drehe mich um und dann funktioniert er nicht mehr. Komm jederzeit wieder. Ich denke nicht, dass ich Azalea City so schnell wieder besuchen werde, aber wer weiß. Vielleicht führt mich mein Weg eines Tages wieder hierhin. Kann ich direkt noch einen Schutz kaufen?
Jetzt bin ich aber endlich vollständig ausgerüstet und kann weiter meines Weges gehen. Endlich. Achso, was hast du eigentlich vorhin erzählt? Ich war vorhin so munter am Palabern und da haben wir dir gar nicht zugehört. Vorsicht, verlaufe dich nicht. Der Steinleichenwald ist groß. Ach komm, in Kanto gibt's auch so einen Wald. Der ist auch nicht schlimm, da werde ich mich ja auch nicht verlaufen. Und ach, wie wohltuend das ist, einfach A drücken vor dem kleinen Baum, um ihn zu zerschneiden. Ah, wohl eine der besten Neuerungen in Pokémon Gold Silber. Und was haben wir denn hier? Der Steineichenwaldschrein. Er wird zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Ob wir den Waldpatron mal eines Tages zu Gesicht bekommen werden? Wer weiß. Der Steinleichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Halte auch schon nach verlorenen Gegenständen. Wenn das Schild das sagt, will ich das machen. Zum Beispiel hier. Soweit ich weiß, obwohl... Nein! Was ist denn jetzt los? Wer greift mich denn da wieder an? Ein Myrapla! Unkraut, überall Unkraut! Und der Donnerschock ist bestimmt zu stark. Nein! Oh mein Gott, Myrapla hat es überlebt! Das ist die perfekte Gelegenheit! Oh, du kleiner Blutsauger, lass das sein! Hat er sich mal eben in den gelben Bereich gerettet? Kleiner Wicht. Aber das bringt dir nichts. Toll, mal wenigstens ein Pokémon, das ich problemlos fangen kann. Da freut sich doch mein Herz und mein Pokédex. Myrapla, Unkraut. Allerdings, kann ich bestätigen. Es erwacht beim Mondschein und wandert rastlos. Tagsüber versteckt sie sich still unter der Erde. Da wärst du besser auch geblieben. Was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, hier gab es keinen richtigen Trainer, oder? Nur dieser Typ da unten, der irgendwas gibt. Und ein weiterer Supertrank. Yay. Ich meine, da unten bekomme ich die Kopfnuss. Bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Und schon wieder Myrapla. Gut. Kriege ich zumindest ein bisschen Erfahrungspunkte. Was? Wieso ist Myrapla so tough? Wahnsinn! Nicht schlecht, du hast meinen Respekt, aber ich werde dich trotzdem nicht davon kommen lassen. Jetzt aber mal wieder gewechselt hier. Warte, hat sonst bald alle überholt. Und bevor ich wieder angegriffen werde... Schutz! Jetzt aber noch mal eben den zwielichtigen Typen da unten besuchen. Der ist doch mal mehr als auffällig. Starrt er die ganze Zeit den Baum an. Was ich mache? Ich liebe Bäume. Nee, ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Kranker Typ, er schüttelt hier Bäume. Das macht Spaß. Frisst doch auch einmal. Na okay. Vielleicht fällt ja ein Pokémon vom Baum, was ich fangen kann. Benutze Kopfnuss, um Bäume zu schütteln. Manchmal fallen schlafende Pokémon herunter. Nun, könnte ich ja mal probieren. Kopfnuss ist ja jetzt keine so schwache Attacke. Nur, wem soll ich sie beibringen? Schwierig. Jeder von den dreien, Keiichi, Vati und Ranma, könnte die Attacke gut vertragen. Ach, da mache ich mir später nochmal Gedanken drüber. Oder vielleicht habt ihr einen Vorschlag, wer das lernen soll. Ich freue mich ja immer über ein bisschen Feedback von euch. Und das sieht doch wieder ziemlich verdächtig aus. Ha, hab ich doch gewusst. Was die Leute hier alles liegen lassen. Ich kann's gebrauchen. Ne, hier nix. Hier ist nix. Oh, okay. Will ich mich mal nicht beschweren, ich habe ja schon ein bisschen was aufgepickt und Schutzweg nicht mehr. Macht nix, bin ja sowieso fast draußen. Oh, Annette, was ist denn jetzt los? Guten Abend, Nagi, hier ist Annette.
Warst du noch auf? Sonst wäre ich wohl nicht rangegangen, oder? Wie geht's deinen Pokémon? Ich halte mal Nidoran weiblich in Topform, indem ich regelmäßig Pokémon Center besuche. Das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen einen Felino gekämpft. Es war einfach. Ich war aufgrund der Elementklasse im Vorteil. Bye bye. Oh Mann, wenn ich euch anrufen würde wegen jedem Pokémon, was ich besiege. Zum Glück mache ich das nicht. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatron huldigt? Er wacht über dem Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Interessant, erzähl mir mehr. Oder geh mir aus dem Weg. Oh, Süßer! Du erstellst einen Pokédex? Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuch es mit dieser Themen. Oh, sie hat mich Süßer genannt. Sie will mich. Nein, nicht wirklich. Sie enthält Lockduft. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Ah, nee, danke. Mich haben schon genug Pokémon fürs Erste genervt. Tipps für Trainer. Bäume mit Beeren tragen jeden Tag eine neue Beere. Merke dir, welche Beeren an den Bäumen wachsen. Merken jetzt nicht unbedingt, aber ich habe ja den Spielberater, neben da steht. Haha. Hier trainiere ich. Ach was, und deswegen darf ich hier nicht kämpfen, oder was? Na warte, Büschchen. Guido. Hehehe, Guido, setz mal ein, dein Pokémon. Okay, Keiichi, Aquaklare, wie gehabt, wie gewohnt. Wie wir das kennen. Und das ist wahrscheinlich ein Trainer mit... Oh, er hat doch ein weiteres Habitak. Was heißt ein weiteres? Er hat ein Habitak. Aber danach setzt er bestimmt wieder Ratzfratz ein. Ich kenne euch doch. Ihr greift immer wieder auf die gleichen Pokémon zu. Nein, ein weiteres Habitak. Oh, vielleicht hat er ja zwei Habitaks und zwei Ratzfratz. Vielleicht kann das ja eine Aquaknarre aushalten. Aber ich bezweifle, um ehrlich zu sein. Und Level Up ganz knapp verpasst. Moa, kein weiteres Radfrotz, ein Sandan. Macht mir die Sache nur noch einfacher. Dankeschön. Jetzt aber, Level 19 erreicht. Keiichi versucht bis zu lernen. Oh, diese Attacke wird mir doch sehr nützlich sein. War bis früher eine stinklangweilige Normalattacke, ist es jetzt eine Unlichtattacke. Damit können wir uns durch die zukünftigen Kämpfe mal so richtig durchbeißen. Haha. Was ist passiert? Ich hab dich besiegt, falls du es nicht gemerkt hast. Ich werde noch härter trainieren. Ich möchte noch ein Arena-Leiter werden. Viel Glück, Kerner. Du wirst es brauchen. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Oh, ich assistiere dir gerne dabei. Lass doch mal sehen. Ach, ist das da unten ein kleines Pokémon? Ah nein, das ist dein Pokémon, ein Snubbull also. Eines der ersten Johto-Pokémon, das wir damals kannten. Haha. War ja auch ganz toll. Als bei uns Pokémon Rot-Blau rauskam, da kannte man in Japan schon alle Johto-Pokémon. Aber bei uns hat man immer noch so ein riesen Geheimnis daraus gemacht. Dass irgendwie kaum ein Magazin wirklich alle neuen Pokémon gezeigt hat. Immer nur so, hier mal Snubbull, Meryl und so. Und wenn man mal die neuen Pokémon gesehen hat, dann waren es irgendwie so ganz komisch gezeichnete Fanversionen, sage ich jetzt mal. Warum muss es auf diese Weise enden? Nun, dein Snubbull konnte wohl noch ein bisschen Training vertragen. Mein Pokémon kannte Attacken, von denen ich nichts wusste, denn ich wusste, dass es sie hat. Das war überaus erstaunlich. Wahnsinn. Was doch alles geht in dieser Welt. Ich bin der Pokémon-Experte meiner Klasse. Das musst du mir jetzt aber beweisen, Lorenz. Zumindest hat er mal keinen Radfratz, sondern Minky. Aber auch das wird nicht lange auf den Beinen bleiben.
Aber es hält was aus. Nicht viel, aber es hält was aus. Dann will ich dich wegblubben. Kurz und schmerzlos. Und dick da. Na, das ist ja kein Problem. Das Pokémon, von dem wir immer noch nicht wissen, wie es unter der Erde aussieht. Aber was das angeht, haben einige Fans sowieso ziemlich merkwürdige Gedanken. Oh, das hat der Vibe nicht gereicht. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Bessere Trainer gibt es überall. Und wann schlüpft endlich mal mein Ei? Ich bin jetzt schon bei der Pension angelangt. Pension, wir ziehen deine Pokémon für dich auf. Wer ist da? Was ist dein Begehr? Wach mal nicht, ich hab nichts getan. Ich meine, ich hab sogar das Team Rocket vertrieben. Schau mir nicht einfach ins Gesicht. Interessant ist ja auch, den Wachmann kann man nur nachts herausfordern. Da haben wir also eine gute Gelegenheit erwischt. Und das Fukalo ist Level 17. Ziemlich beachtlich. Kann sogar eine Aquaknarre aushalten. Aber auch nur eine Aquaknarre. Und wenn das jetzt nicht die Erfahrung gibt. Ja. Catch ihr euch Level 20. Du bist ein starker junger Gegner. So, darf ich jetzt gehen oder bin ich verhaftet? Ja, heute scheint alles in Ordnung zu sein. Nimm dich und halte dich aus Schwierigkeiten heraus. Mache ich. Ich bin ein sehr gesetzestreuer Bürger. Bist du ein Trainer? Nein, ich bin der Metzger hier in der Gegend. Möchtest du Wurst kaufen? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Nee. Wenn, machen wir einen richtigen Kampf und keinen Übungskampf. Postbros, oh, kommst du auch mit einem Pflanzen-Pokémon klar, KG? Mit deinem neuen Biss bestimmt. Und wie gut du damit klarkommst. Nochmal Hopsbros, okay. Und dann vielleicht nochmal Hopsbros. Auch Level 9. Kann ich das auch mit einem Biss besiegen? Ja. Ass rein. Und Bisasam, oh. Was für eine Überraschung. Will ich doch mal wieder Ranma einsetzen. Bisa. Man muss ich Kratzer nehmen. Aquaknarre ist ja nicht besonders effektiv. Boah, nicht heulen. Es geht ganz schnell vorbei. Boah, jetzt peitsche mich doch nicht mit dem Rackenhieber aus. Das tut doch weh. Nimm das, den letzten Kratzer. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Du bist mir zu stark. Das ist keine Übung für mich. Wow, bist du ein starker Gegner. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich melde mich, wenn ich wieder mit dir kämpfen möchte. Na okay, wollen wir mal gucken, ob du irgendwann Fortschritte machst. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Tu das. Ich bin immer am Apparat, wenn es sein muss. Oh, und er hat mich voll ausgesehen. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Klar, wieso nicht? Ich hab Zeit. Bodo! Moment mal, war da nicht mal irgendwas im Anime von wegen, den zeigen wir es, Bodo setzt die Rülpsattacke ein? Irgendwie ein Synchrofehler? Ich meine, da war was. Ach ja, wer das mal nachgucken möchte, von wegen Pokémon und Rülpsattacke, das Video müsste es noch auf YouTube gehen. Gib einfach ein Pokémon Rülpsattacke, wenn das nicht wieder wegen Copyright runtergenommen wurde. Intorn? Oh, Intorn, das ging aber schnell. Meine Leistung war nicht gut genug. Nee, ich als Lehrer bin sehr enttäuscht von dir. Das muss noch viel besser werden. Jetzt schwimmst du erstmal da 10 Runden hin und zurück, okay? Und dann reden wir weiter.
Route 34. Du katterst dich ja Zalia City. Steinlächen Wald, irgendwo dazwischen. Toll. Was für ein motiviertes Schild. Irgendwo dazwischen. Als ob man da keine genaue Information angeben konnte. Aber eins kann ich genau angeben. Wir sind... genau jetzt in Dukata City. Nächstes Mal gehen wir auf große Stadterkundung. Also, bis dann.